you see the signs of the thing? Isaac Asimov begann mit seinen Robotergeschichten in einer Zeit, als ihm noch nicht in Gänze bewusst war, ob er ein vollblütiger Science-Fiction-Schriftsteller werden sollte und vor allem werden würde. Er hatte schon als Junge Science-Fiction verschlungen. Seinem Vater gehörte eine Art Tante-Emma-Laden, in dem man auch die neuesten Groschenhefte mit Comics und mit Science-Fiction und Fantasy kaufen konnte. Der Teenager Asimov musste dort aushelfen und arbeiten, fand aber genug Zeit, seine Nase in die Abenteuergeschichten zu stecken, die sein Vater dort verkaufte. Die Science-Fiction dieser Jahre war häufig dem Pulp-Genre verschrieben. Dies waren waschechte Schundgeschichten. Und doch muss man auch sagen, dass der Pulp zu einer Startrampe zahlreicher berühmter Sci-Fi-Autoren werden sollte. Wie andere Autoren seiner Generation war Asimov darauf bedacht, das Genre um gänzlich neue Impulse zu bereichern, fern der üblichen Geschichten über außerirdische Invasionen und Monster, die kreischende Frauen entführten. Der junge Chemiker, der nebenher auch noch an seiner Dissertation arbeitete, war jedoch keine Supernova der Science-Fiction-Literatur. Der Erfolg stellte sich nur schleppend ein, vorerst eigentlich gar nicht. Doch ein entscheidendes Kapitel in Asimovs Biografie sollte indirekt der Zweite Weltkrieg werden. Denn Asimov arbeitete während des Krieges in Philadelphia, wo er als Chemiker in den Labors der Armeewerft forschte. Dies wäre von geringer Bedeutung für seine schriftstellerische Karriere gewesen, wäre er dort nicht an zwei andere Sci-Fi-Autoren gestoßen, die dort ebenfalls tätig waren und bereits etwas mehr Erfahrung und Anerkennung genossen hatten als Asimov selbst, der zu diesem Zeitpunkt zwar bereits über 30 Kurzgeschichten geschrieben hatte, doch darüber hinaus verunsichert war, ob dies eine Beschäftigung war, die er in eine ernsthafte Karriere verwandeln konnte. Die beiden Schriftsteller waren L. Sprague de Camp und Robert A. Heinlein und sie sorgten dafür, dass Asimovs Selbstzweifel gedämpft wurden. Soweit zumindest die Legende. Doch es sind jene Jahre in Philadelphia, in denen der gerade mal 23-jährige Asimov seine berühmten drei Gesetze der Robotik formulierte. Und das ist schon beachtlich angesichts dessen, wie jung er war. Die drei Robotergesetze, damals noch die Grundregeln des Roboterdienstes genannt, wurden schon so oft in YouTube-Videos zitiert und vorgelesen, dass es fast einem Klischee gleicht, es selbst noch einmal zu tun. Aber für jene, die mit dieser Materie so gar nicht vertraut sind, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und sie noch einmal aufsagen. Die Asimovschen Robotergesetze lauten somit: Erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Und drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Natürlich könnte man an dieser Stelle einwenden, dass dies irgendwie nichts Besonderes sei, denn sollten sich nicht alle Menschen so benehmen und gebärden? Man müsste nur das Wort Roboter gegen das Wort Mensch austauschen und schon wäre ein interessanter humanistischer Dreisatz fertig. Doch damit sind wir auch tief in der Asimovschen Welt, denn während der Mensch stets die Wahl besitzt, gut oder schlecht zu sein, sollen Roboter so programmiert sein, dass ihnen diese Wahl nicht zusteht. Das ist letztendlich die Konsequenz, die daraus gezogen wird, dass sie in vielen Alltagsbelangen besser als Menschen sind und damit potenziell eine Gefahr für die Menschheit darstellen. Doch ist nicht der Entzug einer solchen Willensfreiheit mit Sklaverei gleichzusetzen? Kann man diese Begriffe auf Maschinen anwenden? Unterworfen den drei Gesetzen erwächst daraus natürlich die Frage, ob der Roboter nicht moralisch das deutlich bessere Wesen ist und was das für eine Zivilisation bedeuten kann.
Man muss Asimov hoch anrechnen, dass er hier nicht einfach nur irgendwelche Weisheiten predigt. Er postuliert die drei Robotergesetze, doch seine Kurzgeschichten um dieses Thema sind voller Zweifel und gleichen mehr einer Mäeutik im Sinne eines Sokrates oder Platon. Asimov beleuchtet stets beide Seiten der Münze und versteckt sich nicht vor der nachvollziehbaren Paranoia, die ein Gemeinwesen ergreifen würde, wenn man an allen Straßenecken plötzlich künstliche Menschen antreffen würde, die dort ihrem sklavischen Alltag nachgehen. Asimov erwähnt die drei Gesetze der Robotik das erste Mal in seiner Kurzgeschichte Runaround, die in 1942 in dem Magazin Astounding erschien, unter der Ägide des legendären Sci-Fi-Herausgebers John W. Campbell Jr., der Asimovs Mentor und langjähriger Freund war. Runaround ist keine besonders gut geschriebene Geschichte. Sie wirkt skizzenhaft und dilettantisch. Und doch ist es erstaunlich, welch einen Evolutionssprung in der Science Fiction sich in dieser winzigen Arbeit niederschlägt. Dies ist auch der erste Text, in dem der Ausdruck Robotik Erwähnung findet. Ein Begriff, der letztendlich auch den Einzug in die nicht fiktive Literatur gehalten hat. Das Wort Robot ist allerdings keine Erfindung von Asimov, sondern ein Begriff, der von meinem Landsmann, dem tschechischen Fantastikautor Karel Čapek, erfunden wurde. Der Wortkern bedeutet in einigen slawischen Sprachen einfach nur Arbeit oder schwere Arbeit, wie das russische Roboter. Der Roboter hat bei Čapek in 1920 seine Premiere in dem sozialkritischen Theaterstück Rossums Universal Robots. Ein kleines Detail am Rande, der Ausdruck Roboter oder Robot, der schon bald um die Welt gehen sollte, stammt genau genommen von Karel Čapeks Bruder Josef, der ein bekannter Grafiker und Zeichner war. In Karel Čapeks Drama rebellieren die Roboter schließlich, die dort mehr dem heutigen Begriff Androiden entsprechen, gegen ihre herzlosen Herren und vernichten die gesamte Menschheit. Čapeks Geschichte stellte einen Topos dar, der seitdem in der Science Fiction sehr häufig aufgegriffen wurde, der Roboter als Metapher oder Allegorie. Dies kann nun eine Chiffre für Austeritätspolitik sein, für die Unterwerfung und Ausbeutung der Arbeiterklasse oder das Schicksal wirtschaftlich benachteiligter Gruppen, Nationen oder Rassen. Unser Umgang mit dem Roboter ist somit Spiegelbild unserer Gesellschaft und ein Maßstab für unseren Chauvinismus. Gerade in der Sowjetunion waren allerlei Geschichten über Roboter erschienen, in denen, häufig recht grobschlächtig, der Roboter für das Proletariat steht. Asimov respektierte Čapeks frühere Bemühungen und verstand, dass auch seine Roboter allerlei Facetten der gesellschaftlichen Ächtung und Akzeptanz durchlaufen würden. Doch er fand, dass die Idee intelligenter Maschinen deutlich spannendere Konzepte beherbergen konnte als die unmittelbare Allegorie auf Unterdrückung und Klassenkampf. Er wollte nicht, dass seine Roboter als Metapher verstanden würden. Sie sollten als die neue Unbekannte in einer bedeutenden futuristischen Gleichung in Erscheinung treten. So schrieb Asimov in den 40ern über ein Dutzend Geschichten, die einen Bezug zur Robotik hatten und deren Hintergrund stets den drei Robotergesetzen unterworfen war. Was nun in 1951 folgte, war eine Sammlung einiger dieser Geschichten, genau genommen 9, in einem gemeinsamen Band mit dem Titel I, Robot. Ein Meilenstein der Science-Fiction war geboren. I, Robot ist, was man in der Welt der Fantastik als einen sogenannten Fix-Up-Roman bezeichnet. Dies hat damit zu tun, dass die Sci-Fi-Autoren der goldenen Ära zumeist ihre Brötchen mit dem unermüdlichen Schreiben von Kurzgeschichten für Pulp-Magazine wie Astounding verdient haben. Häufig beackerten sie damit ein bestimmtes Feld, das sie in diesen Jahren beschäftigte. Natürlich konnte man angesichts des aufsteigenden Ruhms des Schriftstellers diese Geschichten anschließend in eine Anthologie zusammenfassen, wie es häufig bei zum Beispiel Ray Bradbury der Fall war. Doch manche Autoren schlugen den etwas abwegigeren Weg eines Fix-Up-Romans. Sie nahmen die Geschichten, ordneten sie in einem günstigen Verhältnis zueinander und schrieben noch extra einige Seiten Text, der wie eine Art Spange das Ganze zusammenhielt. Das Ganze war noch immer eine Sammlung aus Stories, doch man konnte sie als einen erst veröffentlichten Roman verkaufen. Der Begriff Fix-Up entstand dem Sci-Fi-Autor Alfred Elton Van Vogt, der auf diese Weise in 1950 seinen legendären Roman The Voyage of the Space Beagle herausbrachte, der durchaus ein Erfolg war, letztendlich aber nur ein Remix seiner Kurzgeschichten rund um die Besatzung des Raumschiffs Space Beagle darstellte. Fix-Up-Romane waren durchaus unterhaltsam und hatten ihren Wert, aber natürlich konnte niemand die Tatsache ausbügeln, dass der Aufbau des Buches äußerst episodenhaft war und eine klassische dramatische Kurve deshalb vermissen ließ. Das muss aber nicht immer etwas Negatives sein.
Asimovs iRobot ist natürlich letztendlich nur eine Sammlung aus 9 Kurzgeschichten rund um Roboter, narrativ ein wenig zusammengehalten durch einen Journalisten, der die berühmte Robopsychologin Susan Calvin interviewt am Ende ihres illustren Lebens. Und als so eine Art Einspielungen innerhalb des Interviews kommen diese Geschichten. Das ist also nicht unbedingt elegant umgesetzt. Doch man muss an dieser Stelle mit Asimov etwas Nachsicht haben. Dies ist in jeder Hinsicht ein Jugendwerk eines noch mäßig erfahrenen Autors, der noch an seiner Stimme feilt und die meisten Geschichten in einem Alter von 23 oder 25 Jahren schrieb. Man sollte also nicht zu streng mit iRobot ins Gericht gehen. Die einzelnen Stories sind von recht unterschiedlicher Qualität, doch an dieser Stelle interessieren uns die kybernetischen und sozialökonomischen Ideen, die Asimov hier zum ersten Mal ausspielt. Denn das ist auch das Interessante an iRobot. Asimov postulierte die 3 berühmten Robotergesetze, doch fast alle seine nachfolgenden Geschichten beschäftigen sich damit, ob und wie es möglich wäre, diese Gesetze zu umgehen, sie zu missbrauchen, zu manipulieren. Und darüber hinaus werden wir mit der utilitaristischen Frage konfrontiert, ob es denn im Einzelfall nicht die Notwendigkeit gibt, diese 3 Gesetze aufzubrechen. Diese Themen müssen in 1950 als eine ungeheuerliche Schwärmerei geklungen haben, die verspielten Gedanken eines Geeks, der nicht wirklich am Puls der Zeit war. Doch heute kehren die Asimovschen Ideen rasant zurück auf die Agenda. Gerade im Zeitalter von autonomen Autos, die ohne Fahrer unterwegs sind, stellen sich heute die schwierigen philosophischen Fragen nach Entscheidung und Verantwortung. Welche Entscheidung soll eine fahrende Maschine treffen, die in einer unabwendbaren Unfallsituation gezwungen ist, entweder in eine Gruppe aus 3 Kindern oder in eine Gruppe aus 15 Erwachsenen reinzufahren? Und wenn ein solches Unglück passiert, wer genau ist dafür verantwortlich? Die Person, welche den Wagen losgeschickt hat oder seine Route programmierte? Die Person, welche als Eigner oder Besitzer des Wagens gilt? Die Person, welche das Betriebssystem erschuf? Die Person, welche speziell die Ethikroutinen des Fahrzeugs definierte und programmierte? Der Hersteller dieser Automarke oder die Stadt, welche dem Betrieb dieser Geräte zugestimmt hat? Mit diesen Fragen sind wir natürlich tief im Asimov-Universum und alle Stories in iRobot beschäftigen sich mit solchen Problemen auf die eine oder andere Art und Weise. Die erste Geschichte Robbie gehört sicherlich zu den einfachsten, doch zugleich charmantesten Geschichten aus Asimovs Roboter-Universum. Das kleine Mädchen Gloria bekommt einen stummen Roboter an die Seite gestellt, ein frühes Modell der Robotik. Wir schreiben das Jahr 1996 und die Hersteller der ersten Roboter suchen nach Marktsegmenten. So wird Robbie als eine Art Kindermädchen gekauft und es liegt nahe, dass die kleine Gloria sich in ihren Roboter komplett vernarrt. Ihre Mutter findet das alles sehr suspekt und bedrängt ihren Ehemann über Monate hinweg, die Maschine wieder zu verkaufen, da sie das Gefühl hat, die Entwicklung ihrer Tochter nehme eine ungesunde Richtung, da sie den ganzen Tag nur mit Robbie sein will und kein Interesse an anderen Kindern zeigt. Als George Weston, Glorias Vater, schließlich nachgibt und den Roboter heimlich wegschafft, bricht für die kleine Gloria die Welt zusammen. Doch ihre Mutter hält es nur für eine Phase und beharrt darauf, das Kind nicht zu verwöhnen. Mrs. Weston ist ein gutes Beispiel für die Frauen in Asimovs Geschichten, die häufig verbohrt und freudlos erscheinen oder ungewöhnlich kalt. Heute ist Robbie aktueller denn je und in Japan beginnt man bereits anthropomorphe Roboter in Seniorenheimen einzusetzen. Letztendlich auch in der Konsequenz dessen, dass wir eine überalternde Gesellschaft haben und das Personal fehlt. Asimov stellte also bereits 1939 die visionäre Frage, ob Mensch und Maschine ein Verhältnis haben sollten und was es bedeutet, wenn Menschen Gefühle auf Roboter projizieren. Die zweite Geschichte ist die bereits erwähnte Story Runaround, die im März 1942 im Astounding erschienen war. Trotz ihrer Schwächen ist diese Story berühmt, da sie eben wegweisend für die Roboterterminologie ist und die 3 Gesetze vorstellt. Wir erfahren, dass sich wegen einer mehrjährigen Verbotszeit von Robotern auf der Erde die Forschung in den Weltraum verlagert hatte. Wir begegnen den beiden Robotikern Donovan und Paul auf einer Selen-Förderstation auf dem Merkur. Hier testen die beiden einen neuen Förderroboter, der so gebaut ist, dass er der übermäßigen Hitze auf der sonnenzugewandten Seite des Merkurs trotzen kann. Als dann etwas schief läuft, müssen Paul und Donovan versuchen, trotz der gefährlichen Hitze den kaputten, jedoch auch äußerst teuren Roboter wieder einzufangen. Gregory Paul und Michael Donovan sind ein gutes Beispiel für Asimovs Desinteresse, Charaktere detaillierter auszuarbeiten.
Sie sind einfach nur zwei Ping-Pong-Schläger, die sich die Sätze und damit die Ideen hin und her schlagen. Der eine ist etwas cholerisch, der andere eher gelassen. Das ist dann schon die Gesamtheit ihrer etwas eindimensionalen Persönlichkeit. Es hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich verstanden hatte, dass die auffällige Trotteligkeit von Paul und Donovan durchaus Asimovs Absicht ist und dass gerade die Storys mit den beiden Technikern humorig und augenzwinkernd gedacht sind. Es mutet fast an, als würde der Autor hier eine kleine Abrechnung mit irgendwelchen Technikern vornehmen, die ihm mal in seiner Zeit in der Werft von Philadelphia über den Weg gelaufen waren und ihn verärgert hatten. Übrigens komme ich nicht an dem Gefühl vorbei, dass der 9. Star Trek-Film Star Trek Insurrection hier Anleihen genommen hat. Während der Förderroboter Speedy sozusagen ausflippt und einen Defekt hat, singt er unentwegt Verse von Gilbert und Sullivan und neckt die beiden Männer. Das erinnert doch stark an den Anfang von Star Trek Insurrection, als Lieutenant Commander Data einen eigenen Defekt hat und in einem Shuttle von Picard und Worf gejagt wird. Dort ist es aber umgekehrt, denn Picard verwendet Gilbert und Sullivan, um den ausgetickten Data abzulenken. Nun, die gesamte Szene hat für mich nie so richtig Sinn ergeben und ihr Zweck bestand vermutlich nur darin, dass jemand einfach nur die Idee hatte, wäre es nicht toll, wenn Data und Picard Gilbert und Sullivan singen würden, während sie sich in Shuttles jagen. Klingt wie irgendwas, was Patrick Stewart eingefallen war. Übrigens, und das nur am Rande, Data verdankt Asimov eine Menge, denn Datas Gehirn ist deshalb so leistungsfähig, weil es ein sogenanntes positronisches Gehirn ist. Dies ist nun kein Begriff, den Gene Roddenberry oder die Autoren rund um Star Trek Next Generation erfunden haben. Nein, dieser Begriff stammt direkt aus iRobot und wird zum ersten Mal von Dr. Susan Calvin verwendet. Das Thema von Runaround beschäftigt sich mit der Frage, ob denn im Einzelfall nicht die Notwendigkeit bestehen kann oder muss, die drei Robotergesetze so zu manipulieren, dass der Roboter etwas tut, das zwar indirekt gegen die Gesetze verstößt, aber letztendlich eine positive Handlung darstellt, in diesem Fall eine Rettung. Deutlich interessanter ist es bereits mit der dritten Geschichte mit dem Titel Reason, zu Deutsch Vernunft, die schon im April 1941 im Astounding erschienen war. Hier läuft Asimov langsam zur Form auf. Wir begegnen erneut Paul und Donovan, diesmal auf einer Raumstation irgendwo bei den äußeren Planeten unseres Sonnensystems. Sie testen dort einen neuen Roboter mit dem Modellnamen QT1, den sie naheliegenderweise QT nennen. Wie die meisten Roboter in diesen Geschichten ist die Maschine ein Eigentum der Robot Co., eines internationalen Konzerns, in dessen Research- und Development-Abteilung auch Susan Calvin arbeitet. Übrigens, in den Originaltexten lautet der Name der Firma US Robots and Mechanical Man Incorporated. Paul und Donovan stellen fest, dass QT sich Gedanken darüber macht, wie er entstanden ist. Als Paul dem Roboter erklärt, dass er in einem Labor und einer Werkstatt von Menschen erschaffen wurde, kann er dies kaum für eine korrekte Aussage halten. QT ist davon überzeugt, dass kein Wesen ein anderes Wesen erschaffen kann, das einem überlegen ist. In den Archiven erfährt QT über Gott und schlussfolgert daraus, dass es unmöglich Menschen sein können, die Roboter erschaffen haben, sondern Gott hat zuerst den Menschen erschaffen und dann als eine bessere Fortentwicklung dieser Idee den Roboter erschaffen. Paul und Donovan sind entsetzt, umso mehr als QT beginnt, mit diesem Robodeismus auch die anderen Roboter auf der Station zu infiltrieren. Asimov, der stets ein bekennender Atheist war, den Ausdruck Atheismus aber als zu dogmatisch ablehnte, behandelt in seinen Romanen erstaunlich oft religiöse und metareligiöse Themen. Hier geht es natürlich um die Frage, ob künstliche Intelligenz eines Tages vor der Herausforderung steht, die eigene Existenz zu ergründen. Asimov geht das Thema erstmal recht augenzwinkernd an und man sollte an dieser Stelle festhalten, dass iRobot durchaus auch humorige Momente hat. QT gründet in kürzester Zeit einen Roboterkult, dessen selbsterklärter Prophet er selbst ist. Diese Geschichte spielt sich auf einem Förderasteroiden ab. Paul und Donovan testen eine neue Roboterversion und geraten dabei in typische Schwierigkeiten. Eine durchaus spannende Geschichte, aber inhaltlich eine der schwächsten in dieser Reihe. Lügner ist dagegen eines der kleinen Edelsteine in dieser Sammlung. In dieser Story erleben wir endlich den führenden Robotiker Alfred Lanning und den Mathematiker Peter Bogert, alles wiederkehrende Gestalten dieses Universums. Die Geschichte, die sich in den Labors und Büros der Firma US Robots and Mechanical Man Incorporated abspielt, dreht sich um den Roboter RB34, naheliegenderweise Herbie genannt. Herbie, wie es sich herausstellt, kann Gedanken lesen.
Robotertelepathie ist ein Thema, das Asimov später noch aufgreifen würde. An dieser Stelle ist es eine sensationelle, aber auch verstörende Überraschung für die Entwickler im Labor. Herbie erweist sich auch als etwas schrullig, da er sich wenig für technische Literatur interessiert und lieber stapelweise romantische Liebesgeschichten aufnimmt, da sie ihm den Eindruck vermitteln, so besser die Menschen und ihre Anliegen zu verstehen. Wie es sich später herausstellt, hat Herbie eine andere Angewohnheit, die recht unerwartet ist. Er neigt dazu, wie gedruckt zu lügen. Und zwar individuell, je nach dem inneren Missmut einer betreffenden Person, mit der er sich gerade unterhält. So redet Herbie Dr. Calvin ein, dass der Mathematiker Peter Bogart in sie verliebt ist, was bald schon zu einer peinlichen Situation führt. Dr. Calvin kann das Rätsel bald auflösen und stellt fest, dass Herbie nur deshalb die Menschen belügt, weil er damit eine Erfüllung seiner drei Robotergesetze zu erreichen versucht. Jemandem eine tröstliche Lüge zu erzählen, betrachtet er als die primäre Maßnahme einer Hilfe. Während die anderen Forscher von diesem Sachverhalt fasziniert sind, zerstört Dr. Calvin mutwillig den Roboter. Asimov macht hierbei Andeutungen, dass dieses Erlebnis endgültig einen Schlussstrich unter Dr. Calvins Bereitschaft zu romantischen Beziehungen zieht. Wie gesagt, Asimovs Frauengestalten sind immer etwas seltsam. Kleiner verlorener Robot, zuerst in Astounding, März 1947 erschienen, ist eine Geschichte, die sich um die Armee dreht und ihren Versuch, einen Roboter einzusetzen, bei dem das erste Gesetz sozusagen aufgeweicht ist. Es wird auf den simplen Satz reduziert, der Roboter darf keinem Menschen Leid zufügen, ohne all die Nebensätze. Das führt natürlich zu einem Desaster und Dr. Calvin muss intervenieren. Dafür muss sie den Roboter aber finden und isolieren. Doch dieser versteckt sich in einer Lieferung aus 62 Robots, die alle genau gleich aussehen. Hierbei stellt es sich heraus, dass es eine sehr schlechte Idee ist, die drei Gesetze zu modifizieren. In dieser Story arbeitet der Konzern Robots and Mechanical Man an einer Forschungsreihe mit dem Ziel, einen Hyperraumantrieb zu entwickeln, der interstellare Raumfahrt ermöglichen soll. Ein Schritt, der innerhalb dieses Universums relevant ist, denn die späteren Romane sind allesamt in weiterer Zukunft angesiedelt, in der interstellare Raumfahrt an der Tagesordnung ist. Bei diesen Hyperantrieb-Experimenten soll ein Supercomputer aushelfen, der von Lanning und Calvin entwickelt wurde und der nur das Gehirn genannt wird. Doch dieser Computer hat eine eigene KI und untersteht damit den drei Gesetzen der Robotik. Für das Gehirn entsteht damit ein Problem, denn der Hyperraumsprung bedeutet in letzter Konsequenz, dass die reisende Person für einen Bruchteil des Augenblicks weder am Ausgangspunkt noch am Ende existiert. Er oder sie ist sozusagen non-lokal und de facto tot, wenn auch nur für diesen einen Augenblick. Dies ist aber ein Problem für das Gehirn, da der Tod der Meister, sprich der Menschen, im Konflikt mit dem ersten Gesetz steht. Diese Geschichte gehört mehr zu den amüsanten, drolligen Stories in dieser Sammlung. Sie bringt auch Donovan und Paul zurück und dürfte damit eine der wenigen Geschichten sein, die all diese Protagonisten gleichzeitig besitzt. Beweismaterial, auf Englisch Evidence, aus dem Jahr 1946 gilt als der qualitative Höhepunkt dieser Geschichtensammlung. Die Story beschäftigt sich mit dem psychologischen Problem, das wir Menschen vermutlich erfahren würden, wenn wir Mühe hätten, Mensch und Roboter im Alltag auseinanderzuhalten, weil die Roboter zu menschenähnlich wären. Ein Politiker behauptet, sein Wahlkampfgegner könnte ein Roboter sein und fordert ihn heraus, das Gegenteil zu beweisen, indem er eine Handlung vollführt, die eindeutig im Konflikt mit den drei Gesetzen steht. Man fühlt sich ein wenig an Donald Trump erinnert, der unentwegen seine Freizeit damit vergeudet hatte, ständig jedem zu erzählen, Barack Obama sei kein echter Amerikaner, sondern ein Afrikaner. Ich möchte natürlich nicht erzählen, wie diese köstliche Geschichte aufgelöst wird. Ohnehin versuche ich im Einzelnen auf Spoiler zu verzichten, sodass jene, die iRobot nicht kennen, vielleicht Lust haben, das Buch zu lesen. Es ist relativ dünn und bei den Lesegewohnheiten, die ich bei einigen meiner eigenen Lesern erlebt habe, dürften die meisten in einem Tag durch sein oder im Verlauf einer längeren Zugreise auf dem Weg in den Urlaub. Der vermeidbare Konflikt, The Evitable Conflict, zuerst in Astounding in 1950 erschienen, ist die logische Schlussgeschichte für diese Anthologie und damit auch ein faszinierender Ausblick auf eine fragwürdige Zukunft. Die Maschinen übernehmen schließlich die Welt, nicht weil sie im Konflikt mit den drei Gesetzen sind, sondern weil sie mit ihnen im Einklang sind. Für die vernetzten Roboter wird es zu einer Unmöglichkeit, für das Wohl der Menschen zu sorgen, wenn die Menschen unentwegt blödsinnige Entscheidungen treffen, die zu ihrem eigenen Untergang beitragen. Die Maschinen können dieses Paradox nur auf eine Weise lösen.
Sie entmachten die Menschen und bieten ihnen fortan ein alltägliches Leben unter Aufsicht und somit in Unfreiheit. Das Buch endet damit auf einer nachdenklichen, vielleicht auch etwas bitteren Note, eröffnet aber auch einen Ausblick auf ein neuartiges Zeitalter voller überraschender Ereignisse. Doch Asimovs Botschaft ist dabei klar, das Problem sind nie die Roboter, das Problem sind wir. Wie bereits gesagt, ist iRobot kein literarisches Meisterwerk und sollte unbedingt als das Werk eines jungen Mannes rezipiert werden, der nur wenige Jahre zuvor noch ein Teenager war. Dennoch hinterließ damals dieses Buch viel Stoff zum Nachdenken und besitzt durchaus zwei oder drei löbliche Höhepunkte. Und es spricht für sich, dass diese Anthologie durchaus die Pop-Art der kommenden Jahrzehnte prägte. Hierbei wurde es ästhetisch am besten in 1977 von der britischen Band The Alan Parsons Project umgesetzt und ihrem Album I, Robot. Keine andere Sci-Fi-Kurzgeschichtensammlung ist jemals derartig in das kollektive Bewusstsein der ganzen Menschheit aufgestiegen. An dieser Stelle müssen wir auch einige Worte über die Verfilmung aus dem Jahr 2004 von Alex Broyers verlieren. Wenn ich mir YouTube-Rezensionen zu Asimovs Buch anschaue, kommen die Rezensenten dort früher oder später auch auf den Film zu sprechen, in der Regel alle mit weitgehend identischen Reaktionen. Der Film wird hastig hinweggefegt oder mit Vorwürfen überhäuft, er habe so gar nichts mit dem Buch zu tun und sollte am besten ignoriert werden. Ich möchte an dieser Stelle für den Film ein wenig die Lanze brechen. Ist es ein perfekter Film? Nun, das ist er nicht. Sein größter Makel liegt sicherlich in der großen Anhäufung von Hollywood-Klischees zugunsten eines krachenden Actionstreifens. Doch ich finde es schwierig, dem Film vorzuwerfen, er sei eine schlechte oder genauer gar keine Verfilmung des Buches. Wer die letzten 15 Minuten aufgepasst hat, wird mir sicherlich zustimmen, dass Isaac Asimovs Buch im Grunde unverfilmbar ist. Ein Film besitzt eine Struktur aus drei oder vier Akten und aus dieser Struktur entsteht sein Drama und seine Spannung. Asimovs Buch ist eine Sammlung aus mehr oder minder guten Kurzgeschichten, die in sich wenig Gemeinsamkeit oder Konsistenz haben. Wenn überhaupt, könnte ich mir eine Miniserie daraus vorstellen, bei der jede Story in eine Folge ausgearbeitet wird, von dieser typischen Länge von 40 Minuten. Also etwas, das mehr den Charakter von Black Mirror hat. An dieser Stelle wird dem Film in meinen Augen Unrecht getan, da man hierbei so tut, als sei eine texttreue Verfilmung überhaupt eine Option gewesen. Das ist sie nicht. Alex Broyers und die Macher des Films sind hingegen mit einem feinen Kamm durch das Buch gegangen und haben alle interessanten Themen herausgefiltert, wie auch einzelne Szenen, die auf eine reizvolle filmische Umsetzung einzahlen. Und daraus wurde eine ganz neue Geschichte gebastelt, die sich nur an die Asimov-Themen anlehnt. Wie gesagt, ein epochales Meisterwerk ist dabei nicht herausgekommen, aber umgekehrt verdient dieser Film nicht die Häme und Ablehnung, die ihm von Sci-Fi-Fans oft zuteil wird. Denn in diesem Film steckt eine Menge von Asimov und eine Menge von iRobot drin. Wir lernen Dr. Susan Calvin kennen, wir lernen Dr. Alfred Lanning kennen. Die filmische Susan Calvin ist sichtlich nuancierter und interessanter als bei Asimov. Sie ist hier allerdings eine eher sensible Roboterversteherin, während die literarische Dr. Calvin doch eher sehr kaltschnäuzig ist und gegenüber den Robotern häufig sehr distanziert auftritt. Als in der erwähnten Kurzgeschichte Kleiner verlorener Robot die Militärs Dr. Calvin mitteilen, dass der gesuchte Roboter sich in einer großen Gruppe gleich aussehender Roboter versteckt, schlägt die Robopsychologin sofort vor, einfach alle betreffenden Roboter zu vernichten. Da spart man sich die mühsame Suche nach dem Flüchtling. Übrigens ist auch diese Szene in abgeänderter Form in die Filmhandlung eingegangen. Da ist es nur die Gestalt von Will Smith, die den einen Roboter unter seinesgleichen sucht. In einigen Details stellt der Film sogar eine Verbesserung zu Asimov dar. Und ja, es ist zugleich auch ein überteuerter Actionschund mit Will Smith und vielen großen Knarren. Doch ich habe schon viel schlechtere Verarbeitungen von Buchvorlagen gesehen. Was man dem Film hoch anrechnen kann, ist die Bemühung, visuell eine gewisse Atmosphäre heraufzubeschwören, die Asimovs Visionen gerecht wird, aber auch die Ästhetik der Buchcover der 50er und 60er Jahre wiedergibt. Allein das ist großartig gelungen. Ohnehin hat der Film einen überragenden Look. Asimov hätte Schnappatmung bekommen, wenn er den Film gesehen hätte, und das meine ich in einem positiven Sinne. Somit gerne anschauen, ich kann den Film durchaus empfehlen, auch wenn mir klar ist, dass eingefleischte Asimov-Anhänger da nur abwinken werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.